Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGeDick Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es darum, wie ihr ein Multiplayer-Game macht. So, wir haben uns letztes und vorletztes Mal damit beschäftigt, wie wir mehr oder weniger gute Oberfläche schaffen, indem wir die Errors, braucht ihr bei mir übrigens nicht zu beachten, das liegt an was anderem, wie wir hier einfach so ein kleines Interface haben, wo man auf den Senden-Button drücken kann und zwar eine Nachricht, die wir hier eingeben, an eine bestimmte IP-Adresse sendet und dann kommt die IP-Adresse von uns, kommt hier raus, damit wir auch eine IP haben und das ist die Nachricht, die dann ankommt. Gut, nicht wirklich spannend, würde ich mal so behaupten, aber denkt größer. Ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr einen eigenen Server habt, braucht ihr diese IP-Adresse nicht angeben, dann könnt ihr einfach direkt eure Server-IP benutzen und empfangt Daten auch von dieser Server-IP-Adresse an eure. Also so funktioniert es dann theoretisch. Heute zeige ich euch bloß das Grundkonzept, wie man eben an diese IP-Adresse kommt und wie man Daten hin und her schickt. So, wie machen wir das also? Ist gar nicht so kompliziert, wie man denken würde. Wir brauchen hier natürlich erstmal noch ein bisschen mehr. Also wir haben einen Senden-Button, das heißt, bei diesem Senden-Button soll natürlich dann an eine IP gesendet werden. Das machen wir mal hier unten hin. Also wenn der Button gedrückt wird, dann soll gesendet werden, also Add Listener. Wenn man auf den Button drückt, dann passiert was. New Click Listener, also nur wenn man drauf drückt, passiert was. New Click Listener, hier geht es noch weiter, mein Freund. Muss ich das jetzt echt selber schreiben? Okay, Add Override. Und zwar, wir wollen die Methode clicked überschreiben, also quasi, dass etwas passiert, wenn man gedrückt hat. Das soll sich ändern. Davor ist einfach nichts passiert. Ja, hört sich irgendwie polnisch an. Okay, clicked. So, clicked bekommt jetzt von uns ein paar Parameter, beziehungsweise eigentlich bekommt sie von der Elternklasse, nämlich von dem Event-Listener hier. Und zwar, was sind die Parameter? Der Input-Event. Input-Event. Event. Ein Float X und ein Float Y, wo man drauf geklickt hat. So, bevor wir hier das Ganze weiterschreiben, machen wir hier ein Semikolon hin, sonst vergesse ich das nachher wieder. Das bedeutet einfach, dass unser Add-Listener hier, Statement hier aufhört. Okay. Was soll also hier passiert werden? Wir wollen die Nachricht an unser Gegenüber senden. Naja, wie machen wir das? Wir holen uns erstmal, was wir senden sollen. Also, String send ist gleich erstmal ein leerer String. Und dann sagen wir, wenn die Nachricht 0 ist, dann müssen wir ja auch irgendwas senden. Aber wenn wir nichts senden, dann haben wir ein Problem. Send habe ich es genannt, nicht Text. Ist gleich... So, jetzt konzentriere ich mich nochmal und mache das Ganze nochmal. Message.getText. Wenn der Text, den wir hier holen, .length gleich 0 ist, also wenn er quasi leer ist, dann wollen wir send gleich der Kuchen ist eine Lüge. Und ansonsten send gleich, ja im Prinzip message.getText. Easy, oder? So, jetzt haben wir also ein Textfeld ausgelesen. Jetzt haben wir aber immer noch nicht hinbekommen, dass wir da irgendwie hinschicken konnten. Dazu brauchen wir mehr. Und zwar brauchen wir hier Socket Hints. Socket Hints sind auch von com.badlogic. SH hat übrigens nichts mit SSH oder sowas zu tun. New Socket Hints. Und hier können wir jetzt das Timeout einstellen. Das heißt, wenn wir nach so und so vielen Sekunden nichts hinbekommen haben, dann brechen wir halt einfach ab. Also sh.connectTimeout, da wird es mir schon vorgeschlagen. Vielen Dank. Machen wir mal auf 10 Sekunden. 10 Sekunden lang probieren wir diese Nachricht zu senden, ansonsten sagen wir, okay, Timeout. Gut, ist ziemlich lang, braucht man eigentlich teilweise nicht mal mehr als eine Sekunde machen, wenn es ums Gamen geht, ist eine Sekunde verdammt lange. Also das Ganze wird in Millisekunden angegeben hier, wie ihr sehen könnt, da könnt ihr dann auch gucken, wie euer Ping ist zum Beispiel. Ja, jetzt sagen wir holen uns unseren Socket. Socket ist gleich gdx. .net und da gibt es eine eigene Library, wie ihr sehen könnt. Net.new, perfekt, vielen Dank. New Client Socket Protocol.
So, jetzt können wir hier TCP oder TCP benutzen. Wir können genau genommen nur TCP benutzen, also irgendwie langweilig. Ja, TCP ist ein... Ach, was erzähle ich das hier? TCP ist ein Protokoll, Punkt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann verfolgt demnächst meine andere Serie über Networking. Die kommt, dauert noch ein bisschen, aber egal. Kommt auf jeden Fall, keine Sorge. Okay, unser Host... unseren Host haben wir eingetragen. Und zwar in das Fenster IP. Da musste man die IP-Adresse eintragen. Also IP.getText im Prinzip... Aber wenn die IP.getText if IP.getText.length, wenn die auch gleich 0 ist oder wenn, falls die gleich 0 sein sollte, dann returnen wir hier wieder. Denn sonst haben wir ein Problem. Dann versuchen wir das Ding nämlich irgendwo hinzuschicken und dann haben wir natürlich gleich mal geschissen. Denn dann haben wir echt Mist gebaut. So, also. Wenn die null ist oder wenn sie leer ist, diese IP, die man eingegeben hat, dann wird abgebrochen. Port, den wir angeben wollen, naja, nehmen wir einfach mal 1337 und Hints, Hints sind unsere Socket-Hints. So, jetzt benutzen wir hier socket.getOutputStream, also quasi wir schreiben nach draußen, wir schreiben Bytes hier, aber wir können nicht einfach Bytes oder wir wollen nicht einfach Bytes schreiben. Was wollen wir denn schreiben? Wir wollen send.getBytes. So, wir hatten nämlich ursprünglich mal einen String und jetzt haben wir den String in Bytes umgewandelt. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, wir müssen hier try and catchen, damit das Ganze uns nicht um die Ohren fliegt. Falls, also solche Sockets sind immer so ein bisschen Risiko, deswegen lassen wir das mal lieber in einem try and catch laufen. Okay, senden ist erledigt, jetzt müssen wir noch empfangen können und empfangen müssen wir permanent. Das heißt, wir brauchen einen eigenen Thread, der die ganze Zeit guckt, ob wir jetzt was empfangen haben oder nicht. Ja, wie machen wir das? Naja, wir brauchen einen eigenen Thread, habe ich doch gerade eben gesagt, ne? Also new Thread runnable, new runnable. Und hier haben wir schon unsere wunderbare Methode. Der Thread soll allerdings danach bitte noch gestartet werden. Unsere Run-Methode hier hingegen, die nutzen wir jetzt, um ihm zu sagen, was er machen soll. So funktionieren Threads in Java. Wenn ihr nicht wisst, was ich da gerade getan habe, schaut euch bitte meine Multithreading-Videos an, dann wisst ihr es. Okay, jetzt haben wir einen Server. Der Server, der braucht die ganze Zeit Input. Das heißt, er muss nachfragen, ob er Input bekommen hat und braucht deswegen Server-Socket-Hints. Also Server-Socket-Hints. Server-Socket-Hints. Ha, SSH. Okay, nice. New Server Socket Hints und jetzt wollen die SSHs natürlich auch noch ein Accept Timeout haben, steht schon da, ist gleich, da machen wir jetzt vielleicht nur 2 Sekunden, wobei, ich mache hier 0 rein, das bedeutet aber nicht, dass wir keinen Timeout haben, also dass er quasi instant was empfangen muss, sondern das bedeutet, dass er unendlich lange wartet. Das ist vielleicht für unsere Angelegenheit hier ein bisschen sinnvoller, weil wir ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten rüberschicken, genau. So, jetzt brauchen wir hier ein Server-Socket, also hier oben brauchten wir alles über Socket, jetzt brauchen wir alles über Server-Socket. Also Server-Socket, den nenne ich jetzt einfach auch nur mal Socket hier, ist gleich gdx.net.newServerSocket und Protokoll ist relativ klar, glaube ich, was wir jetzt benutzen, nämlich dasselbe am besten wie beim Client, das sollte man nicht unterscheiden. Unser Port sollte auch derselbe sein, also 1337 und ServerSocketHints haben wir SSH genannt und fertig. So, jetzt können wir die ganze Zeit hier fragen, ob wir was empfangen haben. While true. So, ihr erkennt, was ich da gerade mache. Ich habe eine Endlosschleife gebaut. Vorsicht damit. Wie gesagt, die ist jetzt in einem eigenen Thread. Das heißt, okay, aber ist sie nicht in einem eigenen Thread, wenn ihr eine while true Schleife habt, dann hängt sich euer Spiel dermaßen auf, dass nichts mehr funktioniert. Also Vorsicht. Okay. Socket s ist gleich. Jetzt brauchen wir einen neuen Socket. Und zwar über unseren Server-Socket, der dämlicherweise Socket heißt, socket.accept und keine Socket-Hints dieses Mal, denn wir wollen einfach alles akzeptieren. Okay, und Buffered Reader
Buffer, ach, Buffer, Punkt, Buffer. Okay, da rein schreiben wir jetzt, falls wir was empfangen, falls nicht, halt nicht, ne? Okay, Buffered Reader über New Input Stream Reader. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gemacht. Das ist im Prinzip die Standardmethode, wie man Sockets in Java benutzt. Socket war unser Server-Socket, S heißt unser Socket. Also den normalen Socket, nicht den Server-Socket.getInputStream, also quasi der sich auf uns connected hat, der soll gefälligst hier den Input-Stream liefern. Und ja, das war es eigentlich auch schon, das ist unser Buffer. Und jetzt schreiben wir in unser Text rein, also Label, nein, wie heißt unser Label? Ich muss kurz nachgucken. Message received. Message received. Punkt. Set Text. Damit schreibt man logischerweise irgendwie den Text, ne? Buffer. Punkt. Read Line. Fertig. So. Und jetzt haben wir hier natürlich noch den Buffer mal wieder. Der Buffer ist auch nur surroundable mit Try and Catch, denn ein Buffer kann in dem Fall auf jeden Fall kaputt gehen, falls nichts drin steht. Okay, ja gut, das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt müssen wir allerdings noch unsere IP-Adresse rausfinden. Das ist hier irgendwo gewesen. Wo haben wir es denn? Hier. Da hatten wir IP-Adresse definiert, aber wir wissen ja gar nicht, was wir für eine IP-Adresse haben. Das heißt, wir wissen auch nicht, wohin wir schicken müssen, beziehungsweise unser Gegenüber weiß nicht, wohin er schicken muss. Jetzt holen wir uns also die IP-Adresse in unserem Game. Okay, wie machen wir das? Naja, wir lesen erstmal. Und das Ganze läuft jetzt sogar über Java ab. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich noch was für Java lernen. Enumeration, Java Util. Über Network Interfaces, das ist jetzt das, was wir hier wollen, Network Interfaces, int ist vielleicht schlecht, Interfaces ist gleich New Array List, keine New Array List, Network Interface, komisch, hier drüben hat es jetzt gefunden, hier wieder nicht, Network Interface Punkt, ach komm schon, sei jetzt nicht so, komm. So, das ist jetzt unser Network Interface. Jetzt haben wir hier natürlich schon wieder das Problem, dass wir hier einen Try and Catch draus bauen müssen. Surround of Try Catch. Komm schon. Okay. So, und die haben wir jetzt natürlich noch nicht benutzt, aber wir wollen damit noch arbeiten. Wir wollen alle Interfaces, also alle Netzwerk-Interfaces, wollen wir durchgehen. Und zwar mit einer For-Schleife, beziehungsweise mit einer For-Each-Schleife, um genau zu sein. Für jedes Network-Interface. Network Interface I für Interface in unseren Interfaces drin. Also sagen wir hier, das Problem ist, wenn wir jetzt hier direkt Interfaces eintragen, kriegen wir einen Fehler. Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben hier tatsächlich mit Enumeration ein nicht iterierbares, sondern nur aufzählbares Array sozusagen aufgebaut, deswegen müssen wir diese ganzen Dinge noch auflisten. Also collections.list ist es, glaube ich. List von unserem Enumeration. Okay, so. Jetzt haben wir sozusagen eine Schleife, die wir für jedes Network Interface benutzen können. So, jetzt brauchen wir die IP-Adressen oder ja, die ganzen IP-Adressen im Prinzip von jedem einzelnen dieser Netzwerkadapter. Also sagen wir hier iNet. Address heißt ADDR in unserem Interface drin. Das ist allerdings auch nicht aufzählbar, also müssen wir sagen collections.list und zwar wollen wir das Interface i.getInetAddresses hier, das da wollen wir haben. Ich hätte eigentlich auch das hier benutzen können, na egal. INET-Adresses sind es, die wir wollen, nicht die Network-Adressen. Okay, und jetzt müssen wir noch überprüfen, wenn es eine wenn es tatsächlich eine IP-Adresse ist, dann benutzen wir sie. Wir wollen das Ganze über IPv4 laufen lassen, nicht V6, weil noch nicht jeder eine IPv6-Adresse hat und schon gar nicht in einem internen Netzwerk. Deswegen sagen wir hier, wir wollen ADDR
Instance of, ich hasse Instance of, aber manchmal geht es leider nicht anders. INET 4 Address. Wenn es eine INET 4 Adresse ist, dann ist unsere IP, wie habe ich es genannt, IP Adresse gleich addr.getHostAdress. So. So, das Problem hierbei ist jetzt allerdings, dass ich hier mehrere IP-Adressen bekomme, weil ich ja mehrere Network-Interfaces habe und für jedes Network-Interface kann ich mehrere INET-Adressen haben. Das heißt, eigentlich sollte ich hier noch das Ganze ein bisschen auslagern und zwar in eine Array-List aus Strings. Die nennen wir mal Adressen ist gleich New Array-List von Strings. Und hier fügen wir jetzt einfach mal unsere ganzen Adressen hinzu. Also, Adressen.add das da. Oder wisst ihr was, im Prinzip könnten wir es noch einfacher machen. Wir sagen einfach, wir geben alle Adressen aus, das heißt, wir brauchen diese Array-Liste hier nicht. Und wir fügen einfach jedes Mal unserem, also ihr könnt jetzt hier noch gerne was Intelligentes einbauen. Zum Beispiel, wenn es Localhost ist, dann spart ihr euch den ganzen Kram. Und wenn es Null ist, dann auch oder sowas. Aber ich werde jetzt einfach hier mal alle Adressen ausgeben. Das heißt, wir sagen hier IP-Adresse ist gleich IP-Adresse plus, plus das, was da dazu kommt. Plus eine neue Zeile, also Backslash N. So, und jetzt geben wir einfach sozusagen alle IP-Adressen auf einmal aus. Und ja, jetzt können wir das Ganze mal starten und mal abhören, was passiert. Okay, so. Und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir geben hier einfach irgendeinen Text ein. Also ihr seht, hier unten ist unsere IP-Adresse, das hier 127.0.0.1, ist der Localhost, null sollte eh nicht da sein. Was wir hier eingeben ist, So, okay, und die IP-Adresse ist 192.168.0.12 offensichtlich. Das ist die interne Netzadresse. Wenn ihr hier irgendwas geforwardet haben wollt, dann könnt ihr das machen, aber ansonsten solltet ihr die interne benutzen. Okay, und jetzt senden wir hier einfach mal und... So, nach ein bisschen rumprobieren weiß ich sogar, warum hier nichts kommt, weil ich einfach was vergessen habe. Das war jetzt wirklich mal ein Fehler, der hat gedauert, bis ich ihn gefunden habe. Und zwar folgendes, wenn wir hier die Nachricht senden, also das, was wir senden wollen, dieses message.getText, dann müssen wir hinten dran eine neue Zeile einfügen, denn ansonsten funktioniert dieses buffer.readline hier nicht. Das liefert uns einfach gar nichts. Und das ist das Gemeine daran. Wenn wir hier keine neue Zeile einfügen, dann tut der Buffer so, als wäre da alles weg. Das heißt, wenn wir das jetzt starten, einfach nur eine neue Zeile hinten dran gehängt, dann sollte es funktionieren, wenn ich jetzt hier 192.168.0.12 eingebe und Batman angebe, dann kommt hier unten raus. Und das Ganze lief jetzt nicht irgendwie über dieselbe Sache hier, sondern das Tolle ist, ich hätte jetzt auch einen zweiten Computer, da kann ich natürlich nicht aufnehmen, deswegen habe ich das nicht gemacht, aber ich hätte einen zweiten Computer in meinem Netzwerk benutzen können und hätte an den schicken können. Und das ist wirklich beeindruckend. Das Ganze geht sozusagen über euren Router und verbindet sich mit dem anderen Rechner und der kann dann wieder hin und her schicken. Ziemlich cool, nicht wahr? Also sozusagen ein kleiner Chat hier nur für euch in einem lokalen Fenster. Sehr geil. Okay, das war jetzt ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.